Moin Leute, ich bin der Steffen, willkommen zu einem neuen Video meinem Kanal. Ich möchte euch heute was zu den Battle Packs in Battlefield 4 erzählen. Der erste Punkt wäre, was sind Battle Packs überhaupt? Naja, Battle Packs sind so kleine Pakete, welche verschiedene Sachen enthalten. Zum Beispiel Waffenzubehör wie Visiere oder auch ein Griff, XP-Boost, Embleme, Messer, Tarnungen oder auch Dogtags. Entscheidend ist bei Sachen wie halt Waffenzubehör oder auch ein Messer, diese werden nicht doppelt in einem Pack vorhanden sein. Und wenn man diese schon frei hat, bekommt man sie nicht noch ein zweites Mal. Aber sowas wie ein XP-Boost, der kann sie natürlich immer mal wieder wiederholen. Dazu sind diese vier Inhalte in eine Art Seltenheit unterteilt. Es gibt halt Standard, die sind halt grau, erweitert ist weiß, überlegen ist blau und herausragend ist orange. Dann gibt es halt noch so Premium-Objekte, die halt auch zu den herausragenden Objekten gelten. Und die findet man halt in den Battlefield 4 Premium Battle Packs. Dabei gibt es vier Arten von Packs. Wir haben erstmal das Bronze-Pack, welches wir in der Beta recht oft erhalten haben. Dieses enthält halt drei Objekte, zwei davon sind so Standardobjekte und es gibt eines immer, welches eine Chance hat, dass es ein erweitertes Objekt ist. Darauf folgen dann das Silber- und auch das Gold-Battle-Pack. Diese enthalten natürlich immer mehr Objekte, welche auch seltener sein können. Zum Beispiel enthielt das Gold-Pack fünf Objekte, wobei zwei die Chance davon hatten, etwas seltener zu sein. Und die Waffen-Battle-Packs enthalten halt nur Waffenzubehör für eine bestimmte Waffe. Nun zur Frage, wie bekommt man Battle-Packs? Battle-Packs werden durch Fortschritte im Multiplayer-Modus verdient. Entweder halt durch Rangaufstiege oder auch Waffenfortschritte. Mit Rangaufstiege, das können wir halt so verstehen, in zum Beispiel Battlefield 3 hatten wir es ja so, wenn wir ein paar Ränge aufgestiegen sind, gab es zum Beispiel eine PDW. Und hier in Battlefield 4 werden ja zum Beispiel Karabiner ja dadurch freigeschaltet, dass man halt mit der Waffenkategorie mehr Kills macht oder Punkte verdient. Und halt die Rangaufstiege werden jetzt durch Battlepacks belohnt. Und bei den Waffenfortschritten sieht es so aus, dass man halt dort das Waffenpack bekommt. Und das gibt es erst dann, wenn man normal das ganze standardmäßige Zubehör freigeschaltet hat. Also wenn ich zum Beispiel Reflexvisier, Griff, halt alles in der Richtung schon frei habe, gibt es immer noch ein paar Sachen, die gibt es halt durch das normale Kills machen mit der Waffe nicht. Und ab dann gibt es halt diese Waffen-Battle-Packs, wo ich halt dadurch dann neue Sachen für diese eine Waffe freischalten kann. Ansonsten enthalten ja auch das Digital Deluxe Edition, das enthält ja drei Battle-Packs. Oder auch die Premium Edition, das enthält ja 12 Battle-Packs. Diese enthalten halt weitere davon. Aber man kann dennoch keine Battle Packs kaufen. Wirklich unfaire Vorteile sollen dadurch anscheinend also nicht entstehen. Da man wohl auch so dann auch alles freischalten kann, weil man die ja nicht kaufen kann. Die Frage ist halt nur, wann bekommst du was? Manch einer bekommt vielleicht so ein Messer früher als du, aber irgendwann soll man es selber ja auch bekommen. Und so kann ich persönlich damit leben. Es gibt mir ja immer eine Motivation, vielleicht nochmal zu sagen, ja, ich spiele jetzt auch nochmal eine Stunde oder zwei für das nächste Battle Pack. Und es ist halt immer was Kleines. Also es ist ja nichts dabei, wo ich halt die Riesenvorteile gewinne und so finde ich es völlig in Ordnung. Und so kann ich persönlich damit leben, da halt wirklich unfaire Vorteile vermieden werden. Das war ja anfangs eine ganz andere Theorie. Battle Packs wurden ja groß und ganz schon ein bisschen geflamed. Und wenn es halt so ist, dass man halt keine unfairen Vorteile erringen kann, ist es ja letztendlich noch völlig in Ordnung. Und ja, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Bewerten würde mir helfen. Ansonsten könnt ihr mich auf Facebook liken, auf Twitter folgen, wenn ihr halt auf dem aktuellen Stand sein wollt. Und ja, sitze ich beim nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao.